diese kleinen Fickpimmel. Ich wohne jetzt noch nicht lange in der Wohnung und irgendwie haben wir es jetzt erst in 6, 7 Monaten geschafft, mir jemand diesen Brief zu schicken. Keine Ahnung, wir haben es jetzt nicht genau nachgeschaut. Und die wollen jetzt diese scheiß Zahlung von mir. Eine Zahlung, für die ich gezwungen werde. Was heißt das letzten Endes? Das heißt, ich bezahle für einen Dienst, den ich niemals beansprucht habe. Aber selbst wenn ich diesen Dienst einmal dann doch gezwungenermaßen beansprucht habe, weil es das Gesetz ist, heißt es ja letzten Endes, dass mir diese Leute gehören. Und das heißt letzten Endes, dass ich mir diese Leute irgendwie anschaffen kann, dass ich die kündigen kann und so weiter, da ich im Besitz bin von deren Arbeitsplätze. So habe ich das logisch verstanden. Hier gibt es einen Artikel, wo man nachschauen kann, was genau passiert, wenn man den Rundfunkbeitrag nicht bezahlt. Unter anderem wird irgendwo erwähnt, wenn man nicht zahlt, was war das, irgendwas mit einer Parkkralle oder sowas, was ziemlich ironisch ist, denn wenn man eine Parkkralle bekommt, wenn man zum Beispiel keine Lust hat auf diese Beitragszahlung und man will zur Arbeit, dann geht das nicht, man verliert seinen Arbeitsplatz dadurch, dass man jemand diesen Beitrag nicht gezahlt hat. Dadurch kriegt man ironischerweise wiederum eine Befreiung und kann diesen Ausgleich nichts zahlen. Das ist also die totale Plotlücke, was eigentlich wieder total zum deutschen logischen System allgemein passt, was auch immer das ist. Hier sehen wir genau, welche Leute mir da so gehören oder welches Angebot. Das ist praktisch alles meins. Gehört jedem. Unter anderem mal auch. Ich bin 81 Millionenstel praktisch. Das pisst mich einfach übelst an. Hey, wo geht's? Hier noch irgendwie ein Scheiß, der mir auch gehört. Krass. Ich hab das nie geholt. Gehört alles mir. Wir sind mit Deutschlandradio. Und weil ich jetzt diese 17,50 zahlen muss, muss ich das gleich mal machen, damit ich meine Firma da halte. Das ist meine Firma. Melden, Weisung erfassen. Hier sieht man jetzt die Daten, die ich eingegeben habe. Dann klicke ich auf Weiter. Meine gezwungene Zahlung muss ich jetzt alles eingeben. Hier kann man sehen, wo das Geld abgezogen wurde. Hier kann man jetzt nochmal sehen, wie ich die Leute kontaktiert habe, weil ich unbedingt eine Rechnung in physikalischer Form will. Ich zeige das hier mal. Schicke ich ab, das Ding.